Ja, ich meine, das erstmal so hier machen. Dann kann der Verkehr hier weiterlaufen. Das hat der Umleitungskaiser. Hat das hier gesagt, dass das so sein muss, damit der Verkehr hier erstmal weiterfließen kann. Aber die Depots an der Stelle ersetzen, ist natürlich erstmal die Frage. So, gibt es hier irgendwie ein Maß? Muss man natürlich jetzt raten. Könnte ich nicht auch gleich unter dem Fluss durchbauen, dass ich dann hier rauskomme? Dann muss ich die Strecke, glaube ich, doch nochmal einmal abreißen, oder? Weil das dort einen Bogen macht. Das macht er jetzt nichts. Oder schließt ein Eisenerzbergwerk. Kurz mal einen Blick rein, ob wir das bedienen. Nein. So, damit ich gleich an diesen komischen Fluss drunter komme. Dreier Abstand. Wird ja passen. Wenn ich hier andingse, dann komme ich ungefähr, dann komme ich hier raus. Ändert aber nichts dran, dass es blöd hier ist mit den Gleisen, die hier so einmal versetzt liegen. Aber das ist jetzt einfach mal das Maß. Das Maß der Dinge. Achso, da kann ich auch gleich so machen. Ja, zack, zack. So, es passt an der Stelle natürlich wieder nicht. Und dann das nächste wäre dann hier, ne? So, und da unten durch komme ich nicht. Und da komme ich nicht in den Tunnel rein. Das heißt, ich muss das jetzt hier auch noch ein Stück umbauen. Das müssen wir jetzt abschnittsweise machen. So, drei. Okay, nehmen wir erstmal das jetzt hier in Betrieb. Das Gleis in die Richtung ist ja kein Problem. Aber ich glaube, ich muss jetzt echt hier mal einen größeren Abschnitt abreißen. Ich muss so oder so eine Kurve bauen, egal, wenn ich das anders mache oder nicht. Och, ist das wieder dumm. Ist das wieder dumm, also echt. Wenn die Brücke hier nicht wäre, könnte man einfach das auch so machen. Könnte man jetzt... Ja, so geht das jetzt.
Ja, dann habe ich halt dort diese Kurve drin. Das lässt sich jetzt eh nicht ändern. So, dann kann ich jetzt hier planieren. Das müsste, glaube ich, hier sein. Nee, das ist bloß 2. Noch eins weiter vor. Hier. Das ist jetzt 3, ne? Genau. Zack. Jetzt komme ich halt hier hoch. Und die Züge können dann schon mal da langfahren. Entschuldigung, das mit dem Depot machen, das ist natürlich eine Frage. Ob wir das dann einfach nur woanders hinstellen. Ich meine, gut, hier bei Himetani ist ein Depot. Die können sie nur doch dort reinfahren. Und vielleicht diese Depotstrecke nicht unbedingt. Ich meine, hier wäre auch noch eins zur Not. So, jetzt müssen wir hier gucken. Ich glaube, hier ist wahrscheinlich nur ein ganz schneller Abriss mit Neubau möglich, um das hier vernünftig hinzubiegen. Nämlich so hier. Die bauen jetzt ja schon, die überbauen jetzt schon die Kohleminen. Ich muss mal kurz hier das Land kaufen, dass die ja nicht auf irgendwie dumme Ideen kommen, da jetzt drüber zu bauen. Das wäre nämlich ein bisschen nervig. Die Brücke ja schon mal weg. Ach so, ja, Moment. So muss das sein. Das ist ja zugebaut. Ja, dann halt so. So, jetzt geht es hier hinten weiter. Noch ein ganzes Stück. Erstmal hier hinten noch den Tunnel bauen. So. Jetzt brauche ich eine Stelle, wo die dann wieder rüberfahren. Das wird dann einfach hier sein. Diese Überfahrstelle. Das ist ja hoffentlich durch Signale gesichert. Ja. Na, hier müssen wir aber viel planieren. Na gut, das
bleibt jetzt, aber ich will das auf dieser kurzen Strecke jetzt nicht nochmal immer hochbauen und dann planieren, ob mir einen Langtunnel drunter. Nee, machen sie einfach jetzt hier so platt hier und zack. Na gut, das scheitert jetzt daran, dass es hier nicht geht. Muss dann mal hier weg. Die Brücke ist da wahrscheinlich auch ein bisschen nervig im Weg. Ja. Ja, er könnte ja dann gleich neu bauen. Ah, absenken wollte ich. Oh, muss ich jetzt wieder so viel abreißen? Städteplaner hassen diesen Trick. Achso, hätte ich gar nicht gebaut. Oder komme ich hier noch einmal hin? Nee, ne? Dann geht das halt hier den Rest so hoch, zack. Ja, dann können wir die Brücke, glaube ich, wieder hinstellen hier. Ich meine natürlich eine Straßenbrücke. So kann ich nicht auch... Das müsste doch eigentlich gehen, hm? Genau. Dann hat die Stadt ihre Anbindung wieder. Müssen wir eins rüberbauen. Dann können wir nämlich das planieren. Und dann wäre der Streckenabschnitt, soweit ich das überblicken kann, schon fertig.